kürzlich hat Tim Lobinger seine Tochter zum Traualtar geführt. Es tat ihm gut, der Vater der Braut zu sein, nicht der krebskranke Tim. Im März wurde öffentlich, dass Tim Lobinger, 49, erneut an Krebs erkrankt ist. Nun konnte der ehemalige Stabhochspringer seine Tochter Fie zum Traualtar führen, was ihm sehr gut getan habe, wie er dem Magazin Bunte bestätigt hat. An diesem Tag war ich nur der Vater der Braut, nicht der krebskranke Tim. Das tat mir unheimlich gut, erzählt der Ex-Sportler. Die Trauung habe er demnach gemeinsam mit Fie vom Krankenbett aus geplant. Lobinger sei zwischen Chemoständern und schwer kranken Menschen gestanden und habe währenddessen mit seiner Tochter über ihr Hochzeitskleid gesprochen. Der 49-Jährige habe in den vergangenen Monaten demnach 6-mal eine Chemotherapie bekommen, sich gleich 3-mal mit dem Coronavirus infiziert, sei auf der Intensivstation gelegen und es sah nicht gut aus, erzählt Lobinger. Doch seine Blutwerte hätten sich demnach schlagartig gebessert und die Mediziner hätten ihm erlaubt, zur Hochzeit von Fie zu reisen. Als ob der liebe Gott wollte, dass ich meine Tochter zum Traualtar führe, meint der Ex-Sportler. Derartige positive Emotionen seien für ihn sein Treibstoff. Ich kämpfe weiter. Lobinger hatte Anfang 2017 die Diagnose Leukämie erhalten und konnte den Krebs durch eine Stammzellentherapie besiegen. Im Gespräch mit der Illustrierten hatte er im Frühjahr öffentlich gemacht, dass die Krankheit jedoch zurückgekehrt sei. Er erklärte damals, dass er auf neue Therapiemöglichkeiten hoffe und ein Kämpfer, für mich, meine Familie und meine Freunde sein wolle. Kurz darauf veröffentlichte er bei Instagram ein Bild aus dem Krankenhaus. Zu dem Foto schrieb er damals: Danke für die zahlreichen Nachrichten und die aufmunternden Worte. Ich kämpfe weiter.